Die Märkte, der Rücksetzer und die Erholung. So könnte man das Ganze überschreiben. Aktuell hier mit Blick auf den Dow Jones Index. Vorsichtig, das ist das tote Teil, das erst um 15.30 Uhr zum Leben erwächst wird. Wir werden vielleicht live gleich mit dabei sein. Aber zumindest mal der Index jetzt hier im Fokus. Warum der Index? Weil hier aktuell die Situation ein klein bisschen anders aussieht als beim Future-Kurs beim Dow Jones. Das ist übrigens beim DAX ähnlich, das werden wir uns gleich mal angucken. Warum ist das so interessant? Weil wir natürlich einerseits hier so die letzte Aufwärtsbewegung hatten, das ist ja ein Klassiker, dann haben wir hier jetzt so ein bisschen was korrektiv anmutendes und seit dem letzten Tief hatten wir bisher zumindest mal einen deutlichen Anstieg und dann dieses ABC-Muster und wir wissen, ABC, das verlockt für Käufe, dass sich das vorne nochmal wieder fortsetzt. So, und jetzt ist das Spannende, dass der Index zumindest mal hier bislang überlappungsfrei ist. Das heißt, wir sehen, dass dieses Hoch, was wir hier aus der ersten Bewegungswelle hatten, der Start der zweiten Welle, bis jetzt noch überlappungsfrei ist. Und das gibt uns die Hoffnung, wenn das überlappungsfrei bleibt, dass das Ganze sogar impulsiv aussieht. Und das ist die beste Voraussetzung, dass es nochmal nach oben geht. Und zwar nicht nur in dem Sinne, diesen Fünfweller, den ich jetzt hier gerade gezeigt habe. Wie Fünfweller? Hat er doch gar nicht gemacht. Doch, hier. Eins, zwei, drei. Dann das wackelige Vier und nochmal die Fünf hinten dran. Und das könnte dann eben nur der Anfang sein. Das sollte eigentlich der Anfang sein. Denn wenn das überlappungsfrei hier tatsächlich vonstatten geht, dann sind wir wieder ungefähr bei dem, was wir hier hatten. Das heißt, dass wir vielleicht sogar tatsächlich so eine Bewegung, dann hier diese Korrekturphase, dann nochmal sehen können. Das heißt, auch wenn dann vielleicht mal größere Korrektürchen, ich sage das mal bewusst so, wenn wir gleich nämlich auf den Nasdaq gucken, wird klar warum, dass die dann abermals nochmal weiter nach oben dann leiten könnten. Also gar nicht so schlechte Voraussetzungen beim Dow Jones. Und wenn wir jetzt auf den DAX-Index gucken, dann sieht das ziemlich ähnlich aus. Auch hier hatten wir ja mal zwischendurch diesen kleinen Rücksetzer. Vorsichtig, nochmal zur Orientierung. Die letzte größere Korrektur, das war das hier. Seitdem sehr steil hier nach oben. Und das war eben 1, 2, 3, vielleicht hier 4, 5, irgendwie was in dieser Art. Ist denkbar. Solange dieses hier nicht überschneidet mit diesem hier, ist die Welt eigentlich in Ordnung. Warum betone ich das so sehr und warum beim Index? Ja, das hat bei den Amerikanern im Future nicht so gut hingehauen. Allerdings muss man sagen, es ist so eine Off-Zeit gewesen, aber eigentlich möchte ich auch in einer Auszeit sozusagen nicht, dass der Markt hier in Überschneidung geht. Das ist, weshalb ich hier noch nicht so richtig glücklich bin, das hätte das positive Bild sein müssen, wenn er jetzt hier 1, 2, 3, zack, der ist tiefer als der, das ist doof. Also es hängt jetzt an den Indizes, sprich bleibt es bei den Aktien überlappungsfrei, also nicht am Terminmarkt hier, YM für alle als Orientierung ist ja der Future-Kontrakt, bleibt es überlappungsfrei, sind die Chancen umso besser. Kommt der Kurs da jetzt auch gleich runter, dann sieht das erstmal nicht so gut aus, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten tatsächlich sehen. Denn das würde bedeuten, dass das noch wackelig nach oben geht mit Kursüberschneidung. Und demnach ist noch Platz nach unten. So, und da sind wir beim Nasdaq, denn der hat ja wirklich eindrucksvoll gezeigt, dass er überhaupt keinen Bock mehr hat. Denn das, was hier noch so toll war, das hat er komplett wieder rausgenommen und hat gesagt, ihr könnt mich alle mal. Ich komme hier wieder auf den Ausgangspunkt sozusagen zurück. Und da ist es so umso wichtiger, weil diese Bewegung auch so steil ist, weil wir zwar sogar steiler hier als der vordere Teil eigentlich, weil wir hier zwar auch Gegenbewegungen hatten, hier drüber haben wir mitunter gesprochen, aber auch diese Gegenbewegungen, die sind jetzt ihrerseits wieder überlappungsfrei, allerdings blöderweise in einer Abwärtsbewegung. Das ist alles eher dann auf der Unterseite jetzt ausgerichtet, nicht das beste Szenario für die Kaufseite. Und auch hier seht ihr nochmal im 15-Minuten-Chart, dass das, was wir bisher hatten, eben keine gute Laune eben verbreitet. Gute Chancen, dass sich der Kurs nochmal ein bisschen nach unten fortsetzt, also zumindest nochmal dann bis unter diese Stelle fällt, etwas, was wir typischerweise nicht handeln. Wir handeln ungerne fünfte Wellen. Warum? Weil fünfte Wellen halt die letzten sind und meistens dann auch kürzer wieder als die vorangegangenen letzten Dynamiken. Das heißt, wir können dann nicht einfach das, was ich so häufig sage, diese 1:1-Projektion. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir jetzt mal so ganz grob in dem Bild bleiben, das ist die erste Welle, das war hier die dritte lange, dass wir natürlich nicht die nochmal bekommen, sondern sowas Ähnliches hier, vielleicht ein bisschen länger als das tatsächlich, sodass wir dann hier knapp unten drunter landen. Ja, das klingt doch nicht so schlecht, der will ja nur ein bisschen runter noch, das wäre doch gar nicht so schlecht. Ja, es würde uns dann nochmal in diese Unterstützungszone hier eben reinführen und hätte dann eben diesen Charakter 1, 2, 3, 4, 5.
dann wird sich wirklich zeigen, ob wir dann wirklich mit einer Dynamik nach oben kommen und wackelig runter. Das wäre ein gutes Zeichen. Dann könnte ich mir vorstellen, nochmal richtig schön durchzustarten. Oder ob es dann tatsächlich eher sowas hier wird. Und dann ist es nämlich eigentlich so, dass ich das hier nochmal anschließen muss. Und ihr seht schon, da droht noch weiteres Ungemach. Wir dürfen also uns nicht auf diese Unterstützung im größeren Bild, Entschuldigung, im größeren Bild verlassen. Wir müssen damit rechnen, dass es dann nochmal weitergeht. Das steht und fällt also damit, ob wir jetzt hier von diesen Tiefmarken hier eine wackelige Aufwärtsbewegung bekommen. Und zwar nicht von diesem Tief, da sehen wir ja schon, dass es wackelig ist, sondern von dem angenommenen etwas tieferen Tief, was wir hier bekommen. Wobei etwas dehnbar ist, also es kann hier sein, hier, hier, hier. Das müssen wir abwarten. Nur wenn wir die Situation haben, dass das hier passiert, dann wäre ich eigentlich sehr gut zufrieden, weil ich dann sagen würde, ah, okay, Schub nach oben wieder hergestellt. Das ist doch so ähnlich wie das, was wir hier vorne haben. Dann kommt doch die Long-Seite nochmal zum Tragen. Also da können wir dann doch nochmal wieder einsteigen. Das ist also unsere Beobachtung, die wir jetzt haben. Für all diejenigen, die kurzfristig mit dabei sein wollen, achtet mal drauf, was wir hier jetzt kriegen. Das wird meine Hausaufgabe sein heute Nachmittag. Wer Spaß an sowas hat und sowas gerne auch mal aufs Smartphone dann als Information haben möchte, der kann sich bei Born for Trading anmelden. Der kriegt nämlich genau solche Situationen hier immer wieder genannt, wenn wir sowas sehen, wo man sagt, haha, da ist nochmal der Short jetzt auch wirklich zu initiieren. Wenn sich die Zeit ausgeht, wenn die Zeit reicht, werden wir sowas mit unseren ganz konkreten Handelsmarken auch im Trade des Tages vorstellen. Also dafür auch anmelden. Ist schon eigentlich Pflicht, es kostet auch nichts. Das ist ab zu verlieren. Im Zweifelsfall könnt ihr sagen, ja, spannende Idee oder eben doch doof. Das kann man dann ja immer noch sehen. In diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen. Jetzt gucken wir ganz kurz, was der Dow Index schon gemacht hat, ob wir da schon was sehen. Und ihr seht, von der Seite ist auch nicht so toll, denn auch hier sind wir jetzt nicht mehr überlappungsfrei. Also der amerikanische Markt zeigt alles andere als gute Stimmung. Ich denke mal, wir müssen damit rechnen, dass da noch mehr nach unten absolut sinnvoll möglich ist. In diesem Sinne, bleibt gesund, tradet erfolgreich. Bis zum nächsten Mal.